neulich war ich in Paris, alles fand ich schick und süß. Wo was los war, blieb ich stehen, wollt alles hören und sehen. Am Montmartre sprach ein Mann eine junge Dame an, und da hörte ich wie nett das folgende Duett. Oui, Madame, vis-à-vis Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Non, Monsieur, oh pardon, Monsieur, machen Sie sich bitte keine Illusion, Monsieur. Oui, Madame, sagen Sie, Madame, gehen wir noch ein bisschen bummeln auf der Rue, Madame. Non, Monsieur, oh pardon, Monsieur, Sie sind sehr charmant, doch nur adieu. Aber einmal trafen sie sich wieder, und da lachte sie ihm zu. Und ein Rendezvous, sagte sie ihm zu, und ich hörte, oh wie nett, an diesem Tage dies Duett. Oui, Madame, vis-à-vis Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Oui, Monsieur, kommen Sie, Monsieur, heute Nachmittag zu mir zum Tee. So muss das wohl immer sein, erst sagt jede Frau, oh nein, aber schon beim zweiten Mal wird dieses Nein fatal. Drum ist's immer wieder schön, zwei Verliebten zuzusehen, wo das Herz in Liebe brennt, gibt stets ein Happy End. Oui, Madame, vis-à-vis Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Oui, Madame, sagen Sie, Madame, gehen wir noch ein bisschen bummeln auf der Rue, Madame. Wie, Madame, vis-à-vis, Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame.